Na, wie war hier Schule? Eigentlich, heute war nicht viel los. Ich muss nachher noch ein bisschen Geld. Was? Hier, 10 Euro. Wird immer mehr. Wofür brauchst du denn hier Geld, ey? Was willst du mit 10 Euro machen? Morgen ist Valentinstag. Was für ein Tag? Valentinstag? Was soll das sein? Wir kaufen mal was für seine Verliebte. Na, da brauchst du auch keine 10 Euro. Kaufst du gar nichts für Mama ein? Oder warum kennst du das nicht? Mama, die braucht nichts. Die hat hier uns, das reicht völlig aus. Das sind genug Probleme. Mehr Sorgen braucht die nicht. Wieso Sorgen, Probleme? Meine Blumen. Kauft man hier Blumen, Pralinen, sowas halt. Ja, und du gehst dann mit Blumen auf hier auf den Schulhof und dann kriegst du von Anna erstmal Keil oder was? Nee, die machen das auch genauso. Da kriegt ja jede was. Ja, wie jeder kriegt was, dann ist ja auch nichts Besonderes mehr. Warum soll ich dann was machen, ne? Ja, weil sich die Verliebte dann freut. Mama, die würde bestimmt auch super gern mal wieder mit dir essen gehen. Da sagt die immer, dass du nie mit der essen gehst. Ja, essen gehen sieht aus wie Krösus oder was, ey? Nur weil einer Valentin heißt oder was? Wer war denn das überhaupt? Das weiß ich doch nicht. Der Tag heißt einfach so. Okay. Das ist wahrscheinlich, weil das wegen den Blumenhändlern oder so. Blumenhändler, wenn das ist Valentin, der ukrainische Großblumenhändler oder was da, vom Atomkraftwerk oder was soll das sein, Valentin, ey? Ja, krieg ich jetzt 10 Euro nicht oder was? Nee, nicht kriegst du die. Ja, warum nicht? Weil hier, du kriegst 20. Boah, cool, ey. Du bist ja doch der beste Papa von der Erde, ey. Ja, weiß ich sowieso. Pass auf, von der Kohle holst du deiner Mutter nämlich auch Blumen. So, halbe halbe. Oh, ich dachte, das jetzt, ich kann mehr kaufen. Nein, denken ist nicht wissen.